Ob Reiseziel, das eigene Traumhaus. Von der Planung bis zum fertigen Town- und Country-Haus. Live bei Sonnenklar TV. Liebe Sonnenklar TV-Zuschauer, es ist Donnerstag und Donnerstag 18.15 Uhr dreht sich auf Sonnenklar TV alles um das Reiseziel Traumhaus. Und Michael Schindler ist wieder hier. Und Michael, ich weiß nicht, die Wette läuft und läuft. Wann kriegen wir schlechtes Wetter in Velbert? Ich hoffe nicht, aber ich würde auch nicht drauf wetten. Das ist ja Wahnsinn. Also jede Woche, wo wir jetzt drehen, hier Donnerstags und wir haben Mitte Oktober, wir haben strahlenden Sonnenschein. Einmal standen wir bei dem Regen. Einmal standen wir im Regen und das bei Sonnenklar TV. Dürfte es eigentlich nicht geben, ne? Dürfte es nicht geben, aber es ist wieder was passiert. Und letzte Woche standen wir unten, die Decke wurde gerade fertig gemacht und jetzt sind wir wieder eine Etage höher. Genau, letzte Woche waren wir im Haus, da haben die Kollegen angefangen zu mauern. Jetzt sieht man das Erdgeschoss, was so ein bisschen außen aussieht wie ein Obergeschoss, aber de facto wird es das Erdgeschoss sein. Wir können jetzt auch ein bisschen reingucken, weil die Haustrennwand noch offen ist. So sehen wir so ein bisschen was vom Grundriss. Was kommt oben hin? Oben kommt Wohnzimmer, Küche, Gäste-WC. Was sind das für Steine? Also wie wird gemauert? Sind das besondere Steine? Das sind Porenbetonsteine. Das ist geschäumter Beton, wird eigentlich häufig verwendet. Also nicht nur von Town & Country, ist also ein gängiger Stein, der vermauert wird. Energieeffizient sprechen wir immer wieder drüber. Wird dann sowas noch isoliert mit Styrodur, Styropor oder was nehmt ihr? Genau, hier in dem Fall handelt es sich um ein KfW-55-Haus. Das ist ein ehemaliger Standard, nachdem das Haus beantragt und genehmigt wurde. Auf den Stein kommt dann noch eine Dämmung und dann wird verputzt. Wie hoch kommen wir hier? Ja, da kommt jetzt eine Etage drauf, die kriegt einen Kniestock und dann kommt das Dach drauf. Also wenn man sich die umliegenden Bebauungen anguckt, dann wird das ungefähr so vom Schnitt her ähnlich sein. Velbert ist ja traumhaft. Nicht nur schönes Wetter haben wir immer. Schwär mal ein bisschen von Velbert noch den Zuschauern. Ja, Velbert-Langenberg ist halt, ich sag mal, wir liegen zwischen Essen und Düsseldorf und Wuppertal. Man hat die Nähe, die Autobahnanbindung an die Städte, an die größeren Städte. Velbert-Langenberg hat einen historischen Ortskern, ist sehr gemütlich und sehr ländlich und auch hügelig. Also wer es mag, ist hier genau richtig. Also hat man richtig Glück gehabt mit dem Grundstück, das man hier bauen kann. Michael Schindler, Lizenznehmer von Town & Country House. Wie ist man das geworden? Also warum dreht sich bei dir im Leben alles ums Bauen? Das war nicht immer so, ne? Aber irgendwann kam mal eine große Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen musste. Auch so ein bisschen innerlich erzwungen und dann kam halt irgendwie der Weg zur Town & Country. Das ist eine längere Geschichte, können wir irgendwann mal drüber sprechen. Okay, also dann werden wir wohl das ein oder andere Bier nehmen, da reden wir jetzt jede Woche drüber. Ja. Ich bin gespannt, wann du damit mal um die Ecke kommst. Ja, kannst mich drauf festnageln, das werden wir irgendwann mal besprechen. Ja. Ich habe gehört, November soll richtfest sein. November wird richtfest sein, wir machen jetzt gerade noch die Feinplanung zwischen Dachstuhllieferung und dem Zimmermann, der richtet. Das wird 4.5. oder 11.12. sein. Das müssen wir dann auch mit dem Bauherrn noch besprechen. Wie weit sind wir dann, wenn richtfest ist? Also der Dachstuhl ist drauf? Der Dachstuhl ist drauf, der Rohbau vom Rohbau ist fertig. Man sieht, man kann ins Dach reingucken. Ja. Fenster sind dann noch nicht drin zu dem Zeitpunkt. Aber das ist dann haben wir im Prinzip, wenn man die Dachpfannen wegnimmt oder weglässt, haben wir den höchsten Punkt vom Haus erreicht. Und dann ist das Gewerk von dem Zimmermann. Und der macht dann auch bei uns traditionell auch seinen Richtspruch. Ich freue mich drauf. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, jede Woche Donnerstag sehen wir ein Stückchen mehr zum Traum des eigenen Hauses. Und der Urlaub beginnt ja im eigenen Haus, im Garten, im Wunderschönen. Ich freue mich schon auf das Richtfest. Und gestern habe ich eine Mail gekriegt von einem Zuschauer, der jede Woche Donnerstag reinschaut. Macht ihr dann auch mal danach einen Zeitraffer und könnt ihr dann sehen, so nach 40 Folgen, wie so ein Haus gebaut wurde? Habe ich gesagt, eine tolle Idee. Aber dann ist mir eingefallen, dann sehen die ganzen Zuschauer, der Michael ist immer schlanker geworden und ich immer dicker geworden. Also, Leben. So ist das Leben. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, schalten Sie nächste Woche Donnerstag wieder ein, 18.15 Uhr, Sonnenklar-TV. Alles rund ums Thema Bauen mit Town & Country House. Bis dann. Top-Reiseziel, Ihr eigenes Traumhaus. Energiesparend und mit Festpreisgarantie. Alle Infos bei Ihrem Town- und Country-House-Partner vor Ort.